Was geht? Waffel, Schwande, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video von mir, mit euch. Und heute geht es um etwas ganz Spezielles. Ihr seht schon im Thumbnail und im Titel, deswegen wartet ihr nur drauf. Deswegen springe ich mal ganz kurz in die Runde. Let's go. Wir begeben uns jetzt mal für diese wunderbare kleine Runde nach Moisty Mire. Denn ich glaube, hier ist es, ich bin mir nicht 100%ig sicher, ist noch was aufgetaucht. Diese Season, beziehungsweise Season 5, sollte jetzt eigentlich schon draußen sein. Das Video, was hier vorgekommen ist, ist schon anfangs Season 5, das ist noch Season 4 hier gerade. Denn ich möchte mit euch über was reden und ich brauche wieder eure fleißige Kommentarhilfe. Das heißt, nach einem Like und einem Abo, ihr kennt das ganze Prinzip, please subscribe, thank you. Ich gehe mal ganz kurz hier ran, denn ich weiß nicht 100%ig, wo es ist. Ich glaube, ich habe es gerade so aus dem Augenwinkel gesehen, aber Waffen sind erstmal deutlich wichtiger. Es ist was passiert hier in Moisty Mire, was ich euch auch schon prophezeit habe in dem Video, wo ich über die vier Teilungen der Map gesprochen habe. Zu dem Zeitpunkt jetzt, weil ich das Video aufnehme, wenn es noch nicht Season 5 ist, weiß ich also noch nicht, was passiert ist. Aber dieses Video kann ruhig ein bisschen später kommen, denn hier ist eine Sache dazugekommen, und zwar dieses wunderbare Skelett. Und ich blende euch jetzt mal ein Video ein, was gestern, vorgestern, wenn dieses Video kommt, also für mich gestern, für euch vorgestern, hier passiert es live vor Ort. Dieses Ding hier, beziehungsweise diese Knochen, sind hier in Moisty Mire rein teleportiert worden. Das war jetzt nicht der Ort, den ich ursprünglich in dem Video vermutet hatte, weil ich eher gedacht habe, es ist so ein bisschen weiter, sagen wir mal, hier oben. Weil in Moisty Mire hier oben auf dem Berg ist ja schon was dazu gekommen, beziehungsweise da ist die Kutsche dazu gekommen, was aber jetzt hier darauf hindeutet, dass er hier unten so ein wildes Westen-Thema ist. Also wir wissen es zu dem Zeitpunkt jetzt schon. Aber ihr habt diese Sequenz gesehen, man konnte gestern dieses Event verfolgen und da höchstwahrscheinlich die nächste Season immer noch in diesem Thema mit drin ist, also beziehungsweise hier immer noch diese Risse am Start sein werden, die übel krank hell sind gerade auch, Alter, weil es einfach ein Tag vor der, keine Ahnung, kompletten Explosion hier höchstwahrscheinlich ist. Ist es aber ganz cool. Also es gibt diese Animation, dass hier Sachen rein teleportiert werden können. Wir haben auch schon gesehen, dass Lamas natürlich in unserer Welt waren, dass der Durburger bei uns in unserer Welt war. Und jetzt ist meine Frage an euch, Leute. Was glaubt ihr, wird noch von unserer Welt hier in der nächsten Season ins Game geportet? Und was glaubt ihr, könnte noch hier rausgeportet werden oder vielleicht an andere Locations? Ich meine, der Durburger ist jetzt in Kalifornien. Was könnte wohin teleportiert werden? Was glaubt ihr, was dazu kommen wird? Ich meine, diese Animation, wie gesagt, ihr habt es gesehen, ist drin im Game. Das heißt, ich will nur eine Vermutung abgeben. Ich bin mir absolut nicht sicher, aber das heißt, die Technik wäre da, um tatsächlich mehrere Sachen vielleicht auch mal auf echte Events zu warpen zu lassen. Vielleicht, weil ja auch normalerweise die Season geht immer 2 Monate, also 60 Tage. Vielleicht ist es ja auch so, Leute, dass zum Beispiel auf der Gamescom, da wird Epic Games ja mit Fortnite auch vertreten sein, eine Sache von auf die Gamescom gewarpt ist oder sich dahin warpen wird. Was könnte das sein? Könnte das vielleicht endlich mal der Tomato Town oder Mr. Tomato Town Kopf sein, der immer noch, glaube ich, einfach verschollen ist? Also ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich glaube, er ist einfach immer noch weg, oder? Kann das sein? Weil ich glaube einfach, diese Animation, die drin ist, die könnte man halt auch noch größer scalen. Und was ich halt zum Beispiel mega geil fände, wäre, wenn einfach, also ich wollte jetzt gerade sagen, der Eiffelturm kommen würde, aber normalerweise müssen die Sachen dann ja auch in echt entfernt werden wieder. Das heißt, wenn der Durburger-Kopf irgendwann wieder zurückkommt, muss er ja aus dieser Wüste in Kalifornien raus. Und das jetzt zu machen, wenn so viel Hype um ein Game ist, ist natürlich richtig schwierig. Außer du holst dir irgendwie so David Copperfield und der lässt ihn verschwinden vor allen Leuten. Keine Ahnung. Epic Games ist inzwischen soweit, muss ich ganz ehrlich sagen, dem traue ich tatsächlich alles zu. Und ja, schauen wir mal, was wirklich da passieren wird. Also ich fände tatsächlich geil natürlich, wenn irgendwelche Sachen noch in der echten Welt passieren würden im Laufe der nächsten Season. Ich bin mir sicher, dass sie da irgendwas geplant haben. Diese Risse, ich dachte immer, die verteilen sich relativ gleichmäßig. Aber was ich inzwischen glaube, Leute, ist, dass diese Risse, diese Teile hier das darstellen, wie sich die Map verändert. Also siehe, das werden ja verschiedene Zeitperioden sein. Ich bin mir sicher, dass das hier eine eigene Zeit ist und das hier eine eigene Zeit ist und hier sich ein relativ großer Block einfach verändern wird. Da. Upsi, falsch. Da muss los. Oh, nicht gut.
Oh, gesprungen im falschen Moment. Oh mein Gott. Gut, gehen wir nochmal entspannt in eine Runde. Ich habe jetzt einfach eine 50 gegen 50 Runde gemacht, weil wenn ich dann laber, ist es ein bisschen schwieriger. Ich glaube halt, dass dieser Part sich verhältnisweise so entwickeln wird, oder die ganze Map, wie diese Risse. Also ich glaube halt, Anarchy Acres macht halt Sinn, dass hier oben sich halt einiges verändert. Hier ist wirklich tatsächlich genau da drüber dieser Riss. Also siehe, über Anarchy Acres, wir gucken jetzt runter. Es ist genau da drüber. Also da wird sich was verändern und dann... Hier unten wird sich was verändert haben. Wohl bemerkt, das ist jetzt schon, wenn das Video raus ist, ist es schon so. Das ist jetzt meine Prediction. Also, ich habe jetzt viel vorhergesagt. Eine Sache muss stimmen. Guck mal hier. Und das ist über so Snobby Shores oder dem Berg hier. Das ist auch, glaube ich, eins der wenigen Schlaglöcher, was immer noch nicht gefixt ist. Das heißt, es kann sehr wahrscheinlich sein, dass sich hier dieses ganze Gebiet mal verändern wird. Weil hier ist halt so nix, wo jemand hingeht. Dieser Friedhof ist lame. Junk Junction ist lame. Das hier ist lame. Also, diese ganzen Parts, da muss man echt mal gucken, wie die damit umgehen werden, um die Map einfach ein bisschen mehr zu reaktivieren. Es wird immer heißere, sag ich mal, Phasen geben oder Ecken, wo Leute sein wollen, wo Leute hinwollen. Aber die sind natürlich da schon drauf gewillt, dass man hier ordentlich tatsächlich die ganze Map nutzt. So. Dazu, Leute, wenn ihr dieses Video schaut, ich möchte gerade vermehrt diesen Monat übrigens mal als kleines Announcement deutlich mehr streamen, weil da gerade die Zeit für da ist. Das freut mich nämlich selber megamäßig und ich liebe Livestreamen. Dafür gab es schon einige News auf meinem Discord-Server. Von daher, wenn ihr da noch nicht drauf seid, ballert da auf jeden Fall mal rein. Das ist in der Beschreibung verlinkt alles. Da seid ihr immer am schnellsten up-to-date, wenn irgendwas abgeht. Und dazu möchte ich dann in der nächsten Season noch auch ein, zwei Sachen machen. Ich finde es alles gerade zu vorhersehbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich traue das Epic eigentlich nicht zu, dass die so krass vorhersehbar sind. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil, also irgendwie, keine Ahnung, also auch dieses Teil in der Wüste und so, also den Burger, also irgendwie, das war halt so unvorhersehbar. Aber jetzt ist halt wieder an einem Punkt, wo ich mir denke, irgendwie, ich habe es auf jeden Fall nicht raus, soweit bin ich auf keinen Fall, aber ich finde es halt schon, irgendwie denke ich mir, ja, das ist es doch, so müsste es doch sein, das ist auf jeden Fall so. Oh! Was sind diese Runden? Meine Güte, ich muss auf jeden Fall in den nächsten Wochen, wenn die Zeit da ist, mehr streamen, damit man wieder ordentlich mal hier ein bisschen Aufbau betreiben kann. Ey, Aufbau West, gerade wenn die neue Season ist, also... Auf jeden Fall ist heute höchstwahrscheinlich ein Livestream, Leute. Da könnt ihr euch verhältnisweise sicher sein. Das sage ich euch jetzt schon. Das ist nicht sein Ernst. So, warte. Ich gehe von hier nach da. So, schauen wir mal. Komm mal, der Kollege, wo ist er? Oh. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück hier. Das war mir nicht zu geheuer. 17 Leute leben noch. Okay, da oben auf jeden Fall geht es mega ab. Wo bist du? Also die Schweine sind auf jeden Fall heftigst am Start, Leute. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Die letzten rotten hier nochmal ordentlich. Nice, den haben wir noch. Einen weg. Easy peasy. Da muss jetzt der Kill noch kommen am Ende. Da ist er doch am Start. Ich sehe es doch schon, dass die da rumtanzen, die Schweine. Jetzt kommt nämlich der Papa hier mal. Och, Mano, ich wollte doch hier jemanden töten. Hallo. Hallo. Wo bist du? Ist der Brudi da unten reingefallen? Das ist nicht gut. So, gut. Der ist auf jeden Fall down. Wo ist der Nächste? Das stimmt, da ist schon wieder einer tot. Das ist nicht gut, Leute. Oh, jetzt hat er eine... Jetzt hat er einen tot gemacht. Das ist nicht okay. Da hinten ist noch einer. Und jetzt genau rein! Digga, er hat noch so einen Hop-Rock genommen. Ups. Ja,
wir alle nach ihm geiern, Alter. Das ist der Hammer. So, wo ist er? Wo ist der Rudi? Wo ist der Rudi? Komm her! Die Katzenjagd beginnt! Das gibt's doch nicht. Hä? Wo ist er? Wo ist er? Keiner findet ihn mehr! Ah, da oben ist er. Ach hier, Alter. Er ist aber wirklich tatsächlich hart am Schwitzen. Hä? Wo ist er hin? Da ist er hin! Alter, der macht uns kaputt, der Junge! Ein Kill! So wie die Runden sein sollten. Es ging tatsächlich auch ein bisschen mehr eigentlich nur um diese um diese Vermutung. Oh je, Mine. Alter, diese Runden. Ich freue mich wirklich mal auf neue Modi, Leute. So kann es nämlich nicht weitergehen. Naja, 50 gegen 50 Runden ist ein lustiger Modus, aber muss tatsächlich auch nicht immer sein. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut auf jeden Fall rein. Und ja, haut... Tschüss! Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!